Eins, zwei, drei. Ist das schon aktiv? Ist das Mikrofon? Ja. Ist es aktiv? Na, wenn du sprichst, sprich mal rein. Eins, zwei, drei. Ja, funktioniert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich darf mich auch noch gesondert vorstellen. Mein Name ist Magister Gerold Beneder, Rechtsanwalt in Wien seit 20 Jahren. Der eine oder andere will mich vielleicht kennen von einem Zeitungsbericht oder von einem Fernsehauftritt. Wenn nicht, sind Sie herzlichst eingeladen, mich auf meiner Homepage zu besuchen. Da gibt es einen Mediensektor, da kann man sich alles anschauen, was ich so in den letzten 20 Jahren an Prozessen gehabt habe, die für die Öffentlichkeit interessant waren. Dieser Prozess ist ganz speziell. Ich darf einmal die Vorgeschichte schildern. Also seit 6 Monaten befasse ich mich mit allem, was in rechtlicher Hinsicht zu tun hat mit den Corona-Gesetzen, Corona-Verordnungen. Da Zusammenhang besteht zu allerhand medizinischen Sachen, befasse ich mich auch mit allen möglichen medizinischen Fragen, medizinischen Dissertationen, Aufsätzen, Untersuchungen, Studien, um da eben fundiert mitreden zu können. Und meine Initialzündung hier einzuschreiten war, als der Gesetzgeber in einer Zeit, wo die Positivtestungen am Boden waren, an der X-Achse waren, kaum wahrnehmbar waren, noch einmal sich durchgerungen hat, die Covid-19-Lockerungsverordnung zu verschärfen. Und da habe ich gesagt, so, jetzt habe ich genug, jetzt schalte ich mich aktiv ein, jetzt verlasse ich meine Komfortzone im Büro, habe genug zu tun im Büro, aber jetzt bin ich an Leute herangetreten mit der Idee, diese Verordnung anzufechten, die Bestimmungen, die besonders angriffswürdig sind, zu bekämpfen. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit Ärzten, mit dem Dr. Eifler, mit dem Dr. Belski. Vielleicht haben Sie schon gesehen, das ein oder andere Video beim Dr. Belski. Der hat um die 23.000 Follower und wenn man da ein Video aufnimmt, schauen Sie es ungefähr 20.000 Leute an. Das beste Video hat, glaube ich, 70.000 Views. Also es ist eine große Nachfrage nach Information von alternativen Seiten von Ärzten und von Anwälten, die da das Narrativ der Regierung und der Medien in Frage stellen. So, jetzt habe ich gemacht, außergewöhnlich an der Geschichte ist, dass es nicht der Normalfall ist, ein Mandant kommt zum Anwalt und sagt, ich habe ein Problem mit dieser Verordnung, bitte fechten Sie die an. Hier war es anders. Hier haben sich 500 Leute bereit erklärt, Geld zu spenden, um die Verfahrenskosten abzudecken, um den Aufwand abzudecken. Es war wirklich ein riesiger Aufwand, diesen Antrag zu erstellen. Er hat 49 Seiten, 38 Beilagen, hunderte Seiten Beilagen. Ich habe wirklich alles in die Waagschale geworfen, um eben den Verfassungsgerichtshof zu überzeugen, dass unsere Argumente richtig sind, dass hier Verfassungsrecht verletzt wird, dass hier die Verhältnismäßigkeit fehlt. Bis zum letzten Tag haben wir die Unterlagen zusammengesammelt, wo noch Untersuchungen gekommen sind zum Thema der Masken, dass die eben keinen Zweck erfüllen, dass die eben kontraproduktiv sind, dass sie weder für den Träger noch für den, der gegenüber sitzt, einen Effekt haben, der sinnvoll ist und diese Grundrechtseinschränkungen rechtfertigen würde. Und ich habe auch gewartet, bis die letzte Verordnung kommt, also die 10. Novelle zur Covid-19-Lockerungsverordnung. Das muss ich mir vorstellen, die ist die erste gekommen Ende April. Jetzt haben wir September, wir haben schon die 10. Novelle. Also alle paar Wochen beglückt uns der Verordnungserlassende mit einer neuen Verordnung und wir können dann wieder alles umstellen. Zum Beispiel jetzt die letzte Novelle, Gastronomie, überall in der Gastronomie ist Maske zu tragen. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, die Stimmung, die bei dem Personal herrscht in der Gastronomie, wann die da stundenlang mit der Maske ihren Dienst verrichten müssen. Also 500 Leute, die gespendet haben und um die 8.000 bis 10.000 Leute, die sich an die Ärzte und an mich gewandt haben, die ihr Leid geschildert haben. Ich habe noch nie so viel zu tun gehabt im Büro wie jetzt, weil nämlich durch diese Videos offenbar ist, dass ich einer der beiden Anwälte bin, die mir bekannt sind, die sich da jetzt für die Mandanten einsetzen, etwas zu tun, sich zu wehren, die Aufforderungsschreiben machen, wenn es eine Diskriminierung gibt, die an den Verfassungsgericht so viele Eingaben machen. Und ich habe am Tag mindestens eine Stunde lang zu tun, E-Mails zu lesen, wo Mandanten mir ihr Leid schildern, was sie alles mitmachen mit diesen Verordnungen. Ich glaube nicht, dass die Verordnungserlassenden und dass die Leute in der Regierung wissen, was sie da den Leuten antun,
was sich abspielt in der Schule. Es war Schulbeginn. Ich habe, wie gesagt, hunderte E-Mails jetzt schon betreffend dem Schulwesen, der neuen Schulverordnung. Ich komme darauf zurück. Ich habe hunderte E-Mails, wo Leute diskriminiert worden sind, die nicht bedient worden sind, die nicht transportiert worden sind in öffentlichen Verkehrsmitteln, obwohl sie gesundheitliche Gründe haben, keine Maske zu tragen. Also es ist wirklich ein ganz großes Leid und eine immense Nachfrage. Ja, ich möchte nur kurz meinen Vortrag strukturieren. Also zuerst, der größte Teil wird sein, dieser Antrag an den Verfassungsgerichtshof, wie wird er argumentieren, was für Rechte verletzt sind, was die Kollateralschäden sind, was die Argumente sind. Das Zweite, was ich Ihnen schildern werde, das ist schon eingebracht, das ist im Laufen. Das Zweite, wir werden anfechten die Schulverordnung. Ich werde Ihnen auch sagen, warum ich das tun werde und was da die Argumente sein werden. Wir werden anfechten die Arzneimittelverordnung. Ich werde Ihnen auch da sagen, was da drinnen steht und was die Gründe dafür sind. Ich werde Ihnen erzählen, dass wir auch den PCR-Test mit einer Klage überprüfen werden, weil ich nämlich glaube, dass das ganze Gebäude auf dem PCR-Test steht. Meine Auffassung ist, wir haben keine wirkliche gefährliche, lebensbedrohliche Pandemie, wir haben eine Testpandemie. Ja, wir haben Tausende, Zehntausende Tests pro Tag und dann wird uns erzählt, wenn wir so viele 100 positive Tests haben, deswegen müssen wir jetzt wieder eine neue Verordnung erfassen, deswegen müssen wir die Verordnung verschärfen, deswegen kommt die zweite Welle, deswegen droht der Lockdown. Und der letzte Teil wird sein, wie man sich gegen Diskriminierungen aus anwaltlicher Sicht wehren kann. Ich hoffe, ich habe ein bisschen das Interesse erweckt, dass Sie nicht in den ersten 20 Minuten aufstehen und gelangweilt gehen. Punkt 1, der Antrag an den Verfassungsgerichtshof. Ich habe die gesamte Verordnung angefochten mit der Argumentation, dass es keine sachliche Rechtfertigung gibt. Jede Grundrechtseinschränkung muss sachlich gerechtfertigt haben, muss vernünftige Gründe haben. Ich argumentiere damit, dass wir keine gefährliche Pandemie-Bedrohungssituation haben. Ich kann das auch argumentieren, warum, weil nämlich das Spannende ist, ob man eine Pandemie hat, die gefährlich ist, ob es eine Übersterblichkeit gibt. Wir haben in Österreich, wir haben in Deutschland, wir haben keine Übersterblichkeit. Es sterben nicht mehr Leute als in den letzten Jahren. Wir haben vor ein paar Jahren gehabt eine Grippewelle, da sind 2.500 Leute gestorben. Jetzt haben wir eine Corona-Welle, da sind 730 Leute gestorben. Also ich frage mich, wo sind da die Relationen, wenn man sich über 2.500 Leute vor ein paar Jahren, 17, 18, kein Ohrwaschel rührt, keine Grundrechtseinschränkungen und jetzt bricht die Welt zusammen, weil 730 Leute angeblich an Covid-19 verstorben sind. Es gibt keine Obduktionen von diesen 730 Leuten. Die meisten Leute sind, gibt schon wissenschaftliche Untersuchungen, an Alter gestorben, an Vorerkrankungen gestorben, die wenigsten sind an Covid-19 gestorben. Ich habe eine dieser Unterlagen, die besagt, eine amerikanische Studie, dass von 100% aller angeblichen Covid-19-Toten nur 6% ursächlich an Covid-19 verstorben sind. Das heißt, wir haben keine Toten. Ja? Jeder Tote ist natürlich zu beklagen, aber hier geht es eben um die Rechtfertigung, die Wirtschaft herunterzufahren, die Rechtfertigung, die Wirtschaft nachhaltig zu schädigen und sämtliche anderen Kollateralschäden, die ich noch aufzählen werde. Ich weiß, die Regierung und die Altmedien hören das nicht so gern, die ganzen Kollateralschäden, aber wenn ich eine fundierte Entscheidung treffen muss als Politiker und als Führer, muss ich mich auch mit den Vor- und Nachteilen und den Kollateralschäden auseinandersetzen. Wir haben zurzeit um die 50 Leute auf Intensivstationen. Ja, das ist nicht eine Pandemie. Ja. Wir haben nie war unser Spitalswesen in Gefahr, weder damals beim Lockdown noch jetzt. Ja. Wir haben vielleicht 200 Leute in Spitalsbehandlung. Ja. Wir haben aber 7.000 freie Betten für Spitalsbehandlung. Wir sind ganz weit entfernt von der Überlastung des Gesundheitssystems. Also alles baut auf den PCR-Test. Jetzt schauen wir uns immer den PCR-Test genauer an. Der PCR-Test ist ein Test,
der nicht validiert ist, ja, der nicht zugelassen ist für Diagnosen am Menschen, der ist für klinische Studien zugelassen, irgendwo in ein Labor, aber nicht für eine Diagnose eines Menschen. Also der PCR-Test kann nur nachweisen, einen Nukleinbaustein, ja, den man vorher eingegeben hat, und der wird gefunden. Dieser PCR-Test kann weder nachweisen, ob sie infektiös sind, noch ob sie krank sind, noch ob sie sterben werden, noch ob sie jemanden anstecken können. Und auf diesem Test baut das ganze Gebäude auf. Wenn dieser Test weggeschossen wird, weil er nämlich aus dem Verkehr gezogen wird, bricht die ganze Pandemiewelle zusammen. Und ich rede hier von Österreich. Ja. Die ganze Welt schaut nach Deutschland, schaut nach dem RKI-Institut. Ja. Also wenn sich der Verfassungsgerichtshof aufraffen sollte und eine grundsätzliche Entscheidung trifft, nämlich die grundsätzliche Entscheidung, dass die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben ist, dass es nicht ausreichende Gründe gibt, diese Maßnahmen aufrechtzuerhalten, dass die Kollateralschäden zu groß sind, wäre das eine Signalwirkung in die ganze Welt. Da würde wahrscheinlich dann Deutschland folgen, und wann Deutschland folgt, wird wahrscheinlich die ganze Welt folgen. Das heißt, das ist einer der wichtigsten Schriftsätze, die die Kanzlei verlassen haben, und das ist eben im Wesentlichen die Argumentation. Zu den Masken, wie gesagt, ich habe zig Unterlagen vorgelegt im Verfassungsgerichtshof, dass die Masken aufgrund ihrer Struktur nicht geeignet sind, ein Virus aufzuhalten, weil das Virus zu klein ist und die Maske zu grob ist. Wir sehen alle, wie die Masken getragen werden, am Ellbogen, am Tisch werden sie gelegt, was auch immer. Ja, diese Masken sammeln ein Pilze und Keime und sind eher kontraproduktiv. Auf die CO2-Konzentration unterhalb der Maske wird nur einzugehen sein. Das heißt, die Maske ist kein geeignetes Mittel, um die Infektionswelle zu bekämpfen. Der PCR-Test ist kein geeigneter Test, um zu diagnostizieren, dass jemand wirklich gefährlich ist und jemanden anstecken kann. Wie gesagt, dieser positive Test hat ja eine extreme Auswirkung auf den Betroffenen. Ja. Die ganze Familie kann in Quarantäne gehen, die ganze Familie muss getestet werden, der Betrieb muss allenfalls geschlossen werden. Ja. Und auf diesem wackeligen Test baut dieses ganze Gebäude auf. So, jetzt sage ich Ihnen, was für Bestimmungen ich angezogen habe. Ich habe angezogen das Recht auf körperliche Unversehrtheit, weil nämlich jeder das Recht hat, dass er da nicht an Gesundheit geschädigt wird durch irgendwelche Maßnahmen der Regierung. Dann, ich habe angezogen das Verbot einer erniedrigenden Behandlung ausgesetzt zu werden, noch 3 MRK, wenn man vielleicht in die Geschichte zurückschaut. Den Sklaven hat man Masken aufgesetzt, beziehungsweise auch im Fetischbereich sind Masken in der Verwendung, und ich erachte, dass man jemanden eine Maske aufoktroyiert ohne ausreichenden wissenschaftlichen, medizinischen Grund, dass es eine erniedrigende Behandlung ist. Ich habe angezogen eine Verletzung der Versammlungsfreiheit. Es gibt eine Bestimmung in der Covid-19-Lockungsverordnung, dass man entweder 1 Meter Abstand halten muss oder eine Maske tragen muss. Also ich frage Sie, wie ich eine vernünftige Demonstration abhalten soll, und diesen Vorgaben. Wollen Sie sich vielleicht 2000 Leute anschauen heute am Nachmittag beim Dr. Eifler, die Maske tragen, oder wird dann die Versammlung aufgelöst, weil 5 Leute zu nah zusammenstehen? Dass das nicht absurd ist, sieht man, wenn man schaut nach Deutschland, das mache ich regelmäßig seit Monaten, was sich dort abgespielt hat in der Demonstration 1.8., 29.8., wie Demonstrationen aufgelöst worden sind, gerade wie sie losgegangen sind, wo die Vorträge gewesen sind, ist die Polizei auf die Bühne gekommen und hat gesagt, es wird aufgelöst, ihr habt keine Mindestabstände, ihr müsst Maske tragen, was auch immer. Die Versammlungsfreiheit ist eines der Grundpfeiler der österreichischen Bundesverfassung und der deutschen Verfassung. Ja, wenn das aufgeweicht wird, wenn Demonstrationen verboten werden, wenn Demonstrationen aufgehoben werden können, unter dem Vorwand, keine Maske, kein Abstand, dann schaut es halt mit der Demokratie traurig aus. Ich habe die ganze Verordnung angefochten mit der Argumentation, insbesondere die Bestimmungen, die sich am meisten auseinandersetzen mit der Maskentragepflicht. Paragraph 1, Tragen der Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln. Paragraph 2, Tragen von Masken im gesamten Handel seit ein paar Tagen. Dann den Paragraphen 4 Absatz 2 der Verordnung, wo die Taxifahrer Maske tragen müssen. Dazu dann zu den Gesundheitsproblemen den Vortrag vom Herrn Sachverständigen. Ich habe angefochten die Bestimmung, die die Politiker und die Organe in der Vollziehung von der Maskentragepflicht ausnehmen in Ausübung ihres Geschäftes. Das heißt,
ich habe daher kritisiert, warum gibt es eine Ausnahme für Politiker und für Leute in Vollziehung der Geschäfte im Zug ihrer Berufsausübung und für den Normalbürger nicht? Sind die weniger schützenswürdig? Sind die gesünder? Greift die das Virus nicht an? Erinnert mir ein bisschen an die Animal Farm. Alle Tiere sind gleich, nur manche sind gleicher, die dann keine Maske tragen müssen. Ist mir noch nie irgendwo untergekommen, dass es kritisiert worden wäre. Ich habe noch nie in einem Altmedium gesehen, dass das vielleicht da relativiert worden ist. Das sind im Wesentlichen die Punkte, die ich angefochten habe. Ich habe dann viele ausgeführt zu den Kollateralschäden, die auch noch nie wirklich aufgearbeitet worden sind, aber ich möchte die mal vor Augen führen. Vielleicht kann sich da ein neues Medium und ein altes Medium aufraffen, einmal die ganzen Kollateralschäden zu analysieren. Ich bin auf 5 verschiedene Sektoren gestoßen. Der erste Sektor ist der wirtschaftliche Kollateralschaden. Ja. Hunderttausende Arbeitslose, hunderttausende Leute in Kurzarbeit. Wir haben eine Rezession österreichweit, weltweit. Ja. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Millionen oder hunderte Millionen in Schwellenländern oder Entwicklungsländern in der Arbeitslosigkeit sind, wie viele Leute da von der Hand im Mund gelebt haben und jetzt überhaupt kein Einkommen mehr haben, wie viele Leute da, Kinder, Jugendliche, sterben werden, weil es eben kein Einkommen mehr gibt. Ja. Also diese wirtschaftlichen Kollateralschäden, die werden uns alle noch begleiten, die nächsten Monate und Jahre. Es ist ja nicht absehbar, dass die Regierung die Absicht hat, endlich einmal da gegenzusteuern und da mal ein positives Signal zu setzen. Ja. Das heißt, es ist nicht absehbar, dass dieser Ausnahmezustand, diese Notstandsgesetze aufgehoben werden. Wir haben sie seit 6 Monaten. Uns ist vor 6 Monaten erzählt worden, wir müssen einen Lockdown machen, wir werden die Spitalsbetten überlasten, das Gesundheitswesen überlasten. Jetzt haben wir 6 Monate und wir reden von zweiten Wellen basierend auf den Positivtestungen. Ja. Erster Sektor wirtschaftlicher Schaden, zweiter Sektor gesundheitlicher Schaden, wird auch gerne übersehen. Die ganzen Leute, die Tausenden, die Hunderttausenden, die nicht behandelt worden sind im Spital nach dem Lockdown. Ja, wir brauchen die Spitalsbetten für Covid-19-Patienten, die Krebsuntersuchungen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die verschoben worden sind. Ja. Da werden wir auch sehen, wie sich das auf die Sterblichkeit ausüben wird. Die ganzen psychischen Probleme. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber dieses dauernde Konfrontiertwerden mit Nachrichten von der Regierung, es kommt die zweite Welle und es kommt vielleicht noch ein Lockdown und wir müssen wieder eine Verordnung verschärfen und wir müssen jetzt eine Schulverordnung fassen, wo die ganzen Kinder sich damit herumschlagen können, drückt sich ja auf die Psyche. Ja. Ich habe auch noch nie gehört, dass man das Immunsystem stärken sollte. Es macht sich ja jeder so große Sorgen um die Gesundheit der österreichischen Bevölkerung. Ist das gut fürs Immunsystem, wenn ich dauernd Negativberichte in den Medien lese oder irgendwelche Negativankündigungen? Also ich appelliere an Sie alle, passen Sie auf Ihr Gesundheitssystem, weil wenn Sie erkranken, eine normale Verkühlung haben, sind sie ein Verdachtsfall und müssen getestet werden. Und wenn sie Pech haben, haben sie dann einen Test, der vielleicht falsch positiv ist. Und dann müssen sie und ihre Familie in Quarantäne gehen und vielleicht auch der ganze Betrieb. Und der ganze Betrieb wird getestet. Ja. Noch zu diesen Testungen. Ja. Also meiner Meinung nach haben wir eine Testpandemie und es werden daher alle möglichen Gründe angezogen, um sich testen zu lassen. Wenn ich wohin fliege, muss ich mich testen lassen. Wenn ich mein Kind in die Schule schicke, muss ich das Kind testen lassen, wenn wir irgendein Programm machen. Wenn ich in ein Spital will, mich behandeln will, ja, wenn ich zum Beispiel gravierende gesundheitliche Probleme habe, muss ich mich testen lassen. Also es wird alle möglichen Register gezogen, um die Testzahlen in die Höhe zu treiben. Und da appelliere ich an das Bundesministerium für Soziales. Da gibt es ein schönes Dashboard, da sieht man, wie viele Leute gestorben sind, was ich gerade erzählt habe, wie viele Leute im Spital sind und wie viele Leute positiv getestet worden sind. Aber wo ist das Dashboard, wie viele Tests wir gemacht haben? Logischerweise, wenn ich heute 100 Tests mache und 5 positiv habe und am nächsten Tag mache ich dann 10.000 Tests und habe das Hundertfache, da muss ich schon dazu sagen, dass ich das Hundertfache an Tests gemacht habe. Ja. Wo bleibt da die Transparenz? Also bitte, ich lade ein für eine ehrliche Berichterstattung. Ich lade ein die Journalisten, die ein Berufsethos haben,
die Zahlen zu hinterfragen, sich zu informieren, nachzurecherchieren und die Bevölkerung objektiv aufzuklären, wie schaut das wirklich aus mit der Bedrohungslage, wie ist das wirklich mit den PCR-Tests, ist es möglich, dass da falsch positive Tests dahinter sind, wie viele Prozent falsch positive Tests könnten das sein. Das wäre meine eine Recherche, die an Journalisten würdig wäre. Ja. Ich habe jetzt, bin jetzt hängen geblieben bei den gesundheitlichen Kollateralschäden. Ich rede jetzt von den rechtlichen Kollateralschäden. Ja? Das Vertrauen der Bevölkerung in das Rechtssystem. Ja? Wir haben gesehen in Medienberichten, es sind zehntausende Leute gestraft worden. Dann ist man draufgekommen, die Verordnung ist anders auszulegen, dass die Verordnung aufgehoben wird, teilweise vom Verfassungsgerichtshof in drei Entscheidungen. Hoppala, da sind ein paar hundert, ein paar tausend Strafbescheide zu Unrecht rausgegangen. Dann wird überlegt, wie können wir den Leuten das Geld zurückgeben. Das waren ja keine unerheblichen Strafen, so 300 bis 500 € ist nicht gerade wenig. Ja. Also die Beeinträchtigung der Grundrechte, alles das erschüttert das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat. Dann die sozialen Kollateralschäden. Meine Herrschaften, wir sind Menschen. Ja. Wir haben eine Menschenwürde. Wir sind Menschen, die von Sozialkontakten leben, die Kinder in der Schule umarmen sich, begrüßen sich, das Ziel geht offensichtlich darauf hin, von Seiten der Regierung und der Medien die Leute auseinanderzuhalten. Distanziert euch, haltet Abstand bei allen möglichen Gelegenheiten, gebt euch nicht mehr die Hand, macht das und das. Das heißt, eine Wegentwicklung vom menschlichen Dasein. Also die Kommunikation wird erschwert. Ja. Wir sitzen uns gegenüber, da eine Dame mit Maske, man kann die Mimik nicht sehen. Die Kommunikation ist erschwert, wenn man miteinander spricht, versteht man sich schlechter. Alles das sind soziale Kollateralschäden, die man sich auch einmal überlegen sollte. Und zum Schluss noch, vielleicht das am wenigsten naheliegende, aber ist mir auch eingefallen, die kulturellen Kollateralschäden. Schauen wir uns mal an, Österreich ist ein Kulturland, ist ein Tourismusland. Wir sind berühmt dafür, für das Neujahrkonzert, für die Bregenzer Festspiele, für die Salzburger Festspiele, für die Oper, fürs Theaterwesen. Alles das liegt darnieder, alles das war im Lockdown, alles das ist immer noch nach der 10. Covid-19-Lockerungsverordnung nicht in sich, dass da eine Normalität eintritt. Alles das ersuche ich, sich den Verfassungsgerichtshof genau anzuschauen. Gibt es eine Bedrohungslage? Gibt es Möglichkeiten, das anders zu lösen? Ist die Verhältnismäßigkeit gegeben? Ich habe den Verfassungsgerichtshof ersucht, wegen der Wichtigkeit der Angelegenheit. Es sind nämlich 8,9 Millionen Österreicher betroffen und meine Antragsteller und die ganzen Unterstützer und die ganzen Spender, dass man sich das vielleicht ein bisschen schneller anschaut als eine normale Causa, dass man sich vielleicht ein bisschen schneller dem Bundesminister zustellt zur Stellungnahme, dass man vielleicht ein bisschen schneller darüber entscheidet. Und wie gesagt, in der Vergangenheit haben wir so gehabt, dass in Deutschland und in Österreich ein bisschen Kosmetik betrieben worden ist. Die eine oder andere Bestimmung, die nicht mehr haltbar und nicht erklärbar war, ist aufgehoben worden. Aber vielleicht kann man sich einmal das grundsätzlich anschauen. Deswegen auch die grundsätzliche Anfechtung der gesamten Verordnung, ob es da noch irgendeine Grundlage dazu gibt. So, jetzt muss ich mir einen Schluck Wasser nehmen, weil sonst geht mir der Schmäh aus. So. So, das Zweite, was ich Ihnen darlegen wollte, also das ist passiert, das ist im Laufen. Sie werden natürlich am Laufenden gehalten, wie es da weitergeht. Die anderen drei Projekte sind Projekte der Zukunft, ja, wo ebenfalls die Finanzierung gesichert ist und die werden jedenfalls eingebracht werden. Sie können sich darauf verlassen. Das erste ist die Schulverordnung, die am 14.09. in Kraft getreten ist. Dazu wieder die Vorgangsweise des Verordnungserlassenden am 11. Also ein paar Tage vorher veröffentlicht, 13 Seiten, und ein paar Tage später zu Schulbeginn haben das alle Lehrer und alle Schüler und alle Eltern umzusetzen. Ich kann wirklich sagen, also was da, ich habe immer gesagt, wenn es um unsere Kleinsten geht, wann die gesundheitlich gefährdet werden, da werde ich das nächste Projekt starten, weil die Kleinsten können sich nicht wehren. Sie müssen sich vorstellen, ein 6-Jähriger, 7-Jähriger, der eingeschult wird, der soll sich da jetzt wehren und diskutieren mit Lehrer etc. Ich sage Ihnen nur ein paar Highlights, was in dieser Schulverordnung drinnen steht. Erstens,
wenn ein Verdachtsfall auftritt, und das ist wieder das Spannende, was ist denn ein Verdachtsfall? Ja? Also der Gesetzgeber sagt ja, wenn ich über 37,5 Fieber habe oder wenn ich den Geruchs- und Geschmackssinn verliere, dann bin ich ein Verdachtsfall. Ja? Aber wir wissen, kleine Kinder stecken sich an im Kindergarten oder in der Schule mit irgendwelchen Kinderkrankheiten, deswegen wird das Immunsystem da ausgebildet. Ja? Also das heißt, Verdachtsfall bist, wenn es dreimal niest oder wenn es dreimal hustest oder wenn die Nase rinnt, also ein unbestimmter Gesetzesbegriff. Ja. Also wenn du der Verdachtsfall bist, kommst du in ein Einzelzimmer, du wirst quasi isoliert, ja, unter Aufsicht gestellt, wird die Gesundheitsbehörde verständigt, wird als der Erziehungsberechtigte verständigt und muss dann so lange in diesem Einzelzimmer sitzen, bis die Gesundheitsbehörde ihre Entscheidung trifft. Das ist quasi so ein bisschen wie eine Haftsituation. Wir müssen uns vorstellen, wie das traumatisierend wirken kann auf einen Kleinen, dem dann gesagt wird, oh je, ganz arg, du bist Verdachtsfall und du musst jetzt ins Einzelzimmer und du musst die Maske aufsetzen und was auch immer. Also wirklich eine unglaubliche Regelung. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, es muss gelüftet werden, es muss regelmäßig gelüftet werden. Das stelle ich mir unheimlich lustig vor, wenn es draußen minus 5 Grad hat und dann 30 Kinder in einem Zimmer sitzen, wo vielleicht die Heizung nicht so wirklich toll funktioniert und alle 20 Minuten das Fenster aufgerissen wird. Dann haben wir dann viele Verdachtsfälle, weil dann wahrscheinlich sich die Leute verkühlen werden, Lungenentzündung kriegen. Da kann man dann wieder die ganze Klasse, alle Lehrer und alle Familienangehörigen testen, ob es mit dem PCR-Test, wie gesagt. Nicht? Dann in Ampelphase grün braucht man keine Masken. Wieder originell, der Gesetzgeber hat den Minister ermächtigt, Verordnungen zu erlassen, wie diese Covid-19-Verordnung. Der Sinn ist, da braucht man nicht das ganze Gesetzgebungsverfahren, das kann der Minister heute beschließen, morgen veröffentlicht und übermorgen gilt es, ruckzuck. Gesetzgebung dauert viel länger. So. Aber jetzt gibt es noch ein Schmankerl in dieser Schulverordnung, dass nämlich der Verordnungserlassende die Lehrer und die Rektoren ermächtigt, noch strengere Grundrechtseingriffe zu machen. Ja, also wenn ich zum Beispiel Ampelphase grün habe und da ist keine Maske zu tragen, na, bei uns muss trotzdem die Maske tragen im Gang und im Hof, weil ich habe von dieser Verordnungsermächtigung jetzt Gebrauch genommen. Also eine Verlagerung an Lehrer, Junglehrer, Direktoren, noch gravierende Maßnahmen zu treffen. Vielleicht entsteht dann eine Maßnahmenolympiade, wer hat die strengsten Regelungen, die zu beachten sind in der Schule. Also wirklich unglaubliche Sachen, die da drinnen stehen. Und daher werde ich auch hier, genauso wie bei der Covid-19-Lockungsverordnung, die gesamte Verordnung anfechten und auch die Bestimmungen, die mir am allermeisten ins Auge gestochen sind. Hier noch ein bisschen Aufklärung, genauso wie es in der Covid-19-Lockungsverordnung einen Ausnahmetatbestand gibt, dass ich keine Maske tragen muss bei gesundlichen Gründen. Diese Ausnahmeregelung gibt es auch im Schulwesen. Ja. Und da habe ich jetzt viele Anrufe in der Kanzlei, wo die Direktoren sagen, uns sind diese gesundheitlichen Gründe, die gelten für uns nicht und das Kind muss die Maske tragen und was auch immer. Ja. Hier bei dieser Gelegenheit, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihnen Unrecht getan wird, dann können Sie gerne mit mir Kontakt aufnehmen und sich beraten lassen. So, das ist die Schulverordnung. Das nächste Projekt ist die Arzneimittelverordnung. In der alten Arzneimittelgesetz ist sinngemäß drinnen gestanden, dass medizinische Studien nicht zulässig sind bei Leuten, die im Präsenzdienst sind, die angehalten sind, die irgendwo untergebracht sind. Der Sinn dahinter ist, dass man nicht irgendwelche Medikamente oder Impfungen testet an Leuten, die in einer misslichen Situation sind und wo vielleicht die Entscheidungsfreiheit ein bisschen beeinträchtigt ist. Das hat man jetzt ganz unauffällig von einem Tag am anderen abgeändert, dass man sagt, diese klinischen Studien sind zulässig bei Leuten, die in Quarantäne sind, die in einer Quarantänezone sind oder so ähnlich. Das heißt, da haben wir dieselbige Konstellation, Leute, die in einer misslichen Situation sind, da kommt dann vielleicht jemand und sagt, willst du bei dieser klinischen Studie mitmachen, willst du dich impfen lassen, willst du da Medikament ausprobieren gegen Covid-19, dann kommst du vielleicht aus dieser Quarantäne schneller heraus oder was auch immer. Also wirklich, wir sind so einen Schritt weit weg
von der Zwangsmedikation oder von der Zwangsimpfung. Und auch da ist ein deutliches Zeichen zu setzen, dass man das A erkennt und B sofort bekämpft. Also diese Schulverordnung, diese Arzneimittelverordnung sind erst wenige Tage und Wochen am Markt, werden aber demnächst umgehend von mir bekämpft. Jetzt komme ich zum PCR-Test, weil ich nämlich glaube, dass das der Schlüssel ist, um das Problem zu lösen. Wenn der PCR-Test in einem Gerichtsurteil nicht mehr verwendet werden kann, ja, wenn wir werden alle unsere Argumente bringen. Ja, ich bin in Kontakt mit den Kapazitäten in Österreich, mit dem Professor Hadic, mit dem Dr. Belski, mit dem Dr. Eifler. Ich werde auch Kontakt aufnehmen mit dem Herrn Clemens Arweit, der Mikrobiologe ist und der auch verdienstvolle Videos gemacht hat. Wir werden diesen PCR-Test im Klageweg anfechten, und wenn der PCR-Test nicht mehr zugelassen ist, weil er nicht validiert ist, weil er nicht ausreichend zuverlässig ist, weil er keinen Virus nachweisen kann, weil er keine Infektionsfähigkeit nachweisen kann, wie gesagt, es ist ein Nachweis eines Nukleinbausteines. Wie gesagt, hier wieder die Einladung an die Altmedien, bitte informiert euch einmal, schaut euch einmal an, die ganzen Videos, die ganzen Aufsätze, die ganzen Untersuchungen aus den neuen Medien, wo diese ganzen, wo die Masken, wo der PCR-Test, wo die Verhältnismäßigkeit, wo die Kollateralschäden relevant werden. Und der letzte Punkt, wie wehre ich mich gegen Diskriminierungen? Wie gesagt, die Hälfte der Kanzleikapazität geht zurzeit in diesem Sektor auf. Ich möchte mich bei der Gelegenheit entschuldigen bei allen Leuten, wo ich mich nicht innerhalb von 24 Stunden zurückmelden kann. Ich bekomme, wie gesagt, jeden Tag zig Rückrufversuchen, zig E-Mails, wo die Leute mir ihr Leid schildern. Noch einmal, ich appelliere an die Politiker, sich einmal das zu überlegen, was sie da für ein Leid anrichten. Sie müssen sich nicht alles gefallen lassen. Also meine erste Grundregel ist, hinterfragen Sie das, was Ihnen erzählt wird. Lassen Sie sich zeigen, wo das steht. Ja? Oft ist ein Thema, muss ich mich testen lassen. Das ist die Frage, ob die Voraussetzungen vorliegen vom § 5 Epidemiegesetz. Ja? Ob ich tatsächlich ein Verdachtsfall bin oder eben nicht. Ja? Wenn man ihnen Unrecht tut, und zwar eindeutig Unrecht tut, ja, wenn die Verordnung anwendbar ist, ja, und sie gesundheitliche Gründe haben, warum sie keine Maske tragen können, wenn zum Beispiel sie ein Problem haben mit der Atmung und zu einer Atemtherapie gehen ins Spital und im Spital man ihnen erzählt, sie müssen jetzt eine Maske tragen bei der Atemtherapie. Dann können sie sich an einen Anwalt wenden, sie können sich beraten lassen, sie können das hinterfragen. Der Anwalt kann dorthin Schreiben schicken, den Leuten das erklären, wie die Rechtslage ist, dass ihre Vorgangsweise verordnungswidrig ist, dass die Vorgangsweise verfassungswidrig ist und dass die Vorgangsweise diskriminierend ist. Es gibt ein Behindertengleichstellungsgesetz, es gibt ein Wiener Antidiskriminierungsgesetz. In beiden Gesetzen stehen drinnen Mindestschadenersätze bei Diskriminierungen von 1.000 Euro. Also wenn man den Leuten erklärt, dass das, was sie machen, rechtswidrig ist, dann ein Anwaltsschreiben kommt, man einen Schadenersatz begehrt, etc. Nur vielleicht zum Thema Schadenersatz. Also wenn ich gesundheitliche Gründe habe, um keine Maske zu tragen, ja, und jemand in der U-Bahn oder im Supermarkt sagt, uns interessiert das nicht, bei uns werden Sie nicht bedient, wenn Sie da jetzt keine Maske tragen, und Sie setzen die Maske auf und Sie fallen dann dort um und fallen mit dem Hinterkopf auf ein Hindernis und sind tot, stellt sich die Frage, wer diesen Schaden zu tragen hat. Deswegen gibt es ja die Ausnahmebestimmungen in der Covid-19-Lockerungsverordnung. Der Verordnungserlassen ist ja nicht dumm, die steht ja deswegen drinnen, um eben Schadenersatzansprüchen zu entgehen. Deswegen gibt es diese Bestimmung in der Schulverordnung, dass es Ausnahmetatbestände gibt. Und wenn man dann das versucht auszuhebeln mit Hausrecht und wir sind strenger als was die Verordnung ist, ja, dann setzt man sich ja selber einem Haftungsrisiko aus. Ich hoffe, ich habe etwas erzählt, was Sie angesprochen und interessiert hat. Dankeschön. Hallo, hallo.